Weiter geht es in unserem Avengers Endgame Countdown. Und heute sprechen wir über die Fortsetzung des Superhelden-Blockbusters schlechthin, The Avengers Age of Ultron. Wir veröffentlichen regelmäßig coole Marvel-Videos, daher vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und nur sicherheitshalber möchte ich eine Spoilerwarnung zum Film aussprechen. Ihr seid hiermit gewarnt worden. You son of a bitch. Hohen Erwartungen musste sich Avengers Age of Ultron stellen. Immerhin war der erste Film rund um die Vereinigung der Marvel-Helden ein unglaublicher Erfolg. Alright, hey. Fans liebten ihn, Kritiker liebten ihn und auch finanziell schlug The Avengers ein wie eine Bombe. Daher war gefühlt jeder heiß auf eine Fortsetzung. Joss Whedon würde erneut für die Regie und das Drehbuch verantwortlich sein. Und der erste Teaser versprach einen noch größeren Film. Und ist Age of Ultron denn nun das Imperium schlägt zurück der Avengers? Bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich mich wie immer kurz dem Plot widmen. That's not a problem. Die Avengers vereinen sich erneut, um Hydra das Zepter von Loki abzunehmen. Okay, aber wieso erst jetzt? Wo waren sie denn, als ein Dunkelelf die gesamte Galaxis in die Dunkelheit stürzen wollte, Tony Stark beinahe von Terroristen getötet wurde und auf Captain America und Black Widow Jagd gemacht wurde? I understood that reference. Naja, egal. Tony Stark bekommt durch die mysteriöse Scarlet Witch Vision vom Untergang der Avengers. Nachdem die Waffe mit dem Infinity-Stein von den Avengers gesichert wird, benutzt Tony, der immer noch an der Untergangsvision leidet, dieses Zepter, um eine künstliche Intelligenz namens Ultron zu erschaffen. I see a suit of armor around the world. Doch obwohl Ultron die Welt beschützen soll, sieht er in den Menschen selbst die größte Bedrohung für den Planeten. I've come to save the world. Während sich die Avengers also untereinander streiten und auch neue Figuren wie Scarlet Witch, Quicksilver und Vision eingeführt werden, müssen sie sich diesmal mit einem Killerbot rumschlagen. Wie schon gesagt, gefühlt jeder wollte eine Fortsetzung zu The Avengers sehen. I need answers. Und ist Age of Ultron denn nun besser als der erste Teil? Meiner Meinung nach leider nicht. You're all not worthy. Doch sprechen wir doch erstmal über die positiven Aspekte. Nach wie vor sind diese Figuren einfach nur toll. Und die Szenen, in denen diese Charaktere einfach nur Zeit miteinander verbringen, sind für mich wahrscheinlich sogar die Highlights des Films. Ob auf einer Party mal alle probieren, Thors Hammer anzuheben oder sich unsere Helden auf eine Farm zurückziehen müssen, die Chemie stimmt einfach immer. Probably knows more about us than we know about each other. Es ergibt auch Sinn, dass gerade Tony für den Schurken selbst verantwortlich ist. Bereits in Iron Man 3 wurde angedeutet, dass sich Tony blind in seine Arbeit wirft, wann immer er etwas fürchtet. Auch Steve Rogers wird konsequent weitererzählt. Er ist besonders sauer auf Tony, da dieser hinter dem Rücken des Teams handelte, als er Ultron erschuf. Da Cap in seinem zweiten Solo-Abenteuer schon einmal übergangen wurde, legt gerade er viel Wert auf Ehrlichkeit und Transparenz. Doch eine weitere Stärke des Films ist die Tatsache, dass mal die Helden, die zuvor zu kurz kamen, nun glänzen dürfen. Hawkeye kriegt wesentlich mehr Screentime und wir lernen mehr über sein Privatleben. Black Widows Vergangenheit wird beleuchtet und zwischen ihr und Bruce Banner entwickelt sich eine interessante Liebesgeschichte. Und auch Newcomerin Scarlet Witch funktioniert echt gut. Der Scene-Stealer unter den neuen Figuren ist aber ganz klar Vision, der seiner Comic-Vorlage verblüffend ähnlich sieht. Quicksilver hingegen erblasst geradezu, wenn man ihn mit der X-Men-Version des Charakters vergleicht. Peter, take it slow. Was sind denn aber nun die Schwächen des Films? Nun ja, die offensichtlichste Schwäche ist diesmal tatsächlich der Plot. Der fühlt sich nämlich sehr recycelt an. Unsere Avengers treffen sich, streiten sich, erholen sich vom ersten Kampf und stellen sich zum Schluss einer generischen Armee, die sie recht problemlos besiegen. Ultron selbst ist im Vergleich zu vielen der anderen Marvel-Schurken etwas interessanter. Er hat das Charisma und die Intelligenz von seinem Schöpfer. Do I look like Iron Man? Stark is... Doch er ist leider nicht annähernd so interessant, wie es ein Loki zuvor war. I am a god, you dull creature. Die Actionsequenzen sind nett, aber auch die haben wir schon genauso zuvor gesehen. Zusammenfassend muss ich daher sagen, dass Age of Ultron eine nette Fortsetzung ist. Nett, aber leider auch nicht mehr als das. Während gerade die Nebenfiguren frischen Wind in das Universum blasen, sind Plot und die Marvel-Formel hier leider mehr als spürbar. Und das Gefühl, das einem der erste Teil gab, kann nicht einfach kopiert werden. Denn all unsere Helden das erste Mal auf einer Leinwand zu sehen, war etwas Besonderes. Age of Ultron hingegen ist lediglich die zum Teil generische Fortsetzung dieses besonderen Erlebnisses.
I'm sorry. Doch jetzt seid ihr gefragt. Wie steht ihr zu Avengers Age of Ultron? Schreibt es mir in die Kommentare und für weiteren coolen Content schaut euch diese Videos an.